Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo Tom. Hallo liebe Clubmitglieder. Wir schauen uns heute mal einen Kandidaten an, dem es gar nicht so gut geht. Und ich hatte es am Dienstag ja schon angekündigt. Wir werfen heute einen Blick auf die Apotheken, auf das Healthcare-Geschäft in den USA. Auch heute wieder den ganzen Tag. Wir starten heute Morgen mit einer Aktie, die heißt Walgreens Boots Alliance oder Boots Alliance. Und ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Einzelsubunternehmen, kommen wir aber gleich nochmal zu. Im Kern kann man sagen, die Aktie hat jetzt gerade Niveaus erreicht, die sie zuletzt vor der Jahrtausendwende gesehen hat. Das heißt, wir sind auf sehr, sehr, sehr niedrigen Kursniveaus, muss man hier sagen. Wir haben gleich einen KGV, was wir sehen, von, ich glaube, knapp 4 mittlerweile und sind dementsprechend auf einer potenziell sehr, sehr günstigen Bewertung. Allerdings, ja, war der Trend zuletzt sehr, sehr negativ auch. Und wir werden uns noch ein bisschen anschauen, ist das ein potenzieller Turnaround-Kandidat? Wo gibt es gerade Probleme? Wo gibt es Chancen? Und was geht man gerade in Management dieser Aktie oder dieses Unternehmens an? Denn zuletzt, und Tom hat es hier einmal schön eingebaut, gab es einiges an News und Problemen rund um die Aktien. Ja, genau. Besonders jetzt zuletzt. Man sieht, die News sind alle unter einer Woche alt. Hat das Unternehmen Zahlen geliefert und die Zahlen haben sehr, sehr schockierende Auswirkungen gehabt an der Börse. Die Börse, wir sehen das ja gleich nochmal, wie die Aktie reagiert hat. Ja, es gab Ankündigungen, bis zu 2000 Geschäfte zu schließen. Das Unternehmen betreibt als Einzelhändler Apotheken, Gesundheits- und Alltagsprodukte werden da verkauft. Betreibt knapp 13.000 Standorte in den USA und Europa und davon ja, stehen jetzt 2000 so ein bisschen in Frage und generell steht so ein bisschen alles in Frage bei dem Unternehmen, oder? Ja, man kann das ganz gut sehen. Also ich habe ja am Dienstag gesagt, es gab über 20% Kursrückgang nach den letzten Zahlen. Man sieht aber, das war jetzt nicht das erste Mal, dass das Unternehmen verstärkt Probleme hatte. Wir haben natürlich auch mal andere Unternehmen, die auch 20% verlieren. Hier sieht es aber so aus, dass die Aktie von ihrem Höchststand nun knapp 90% entfernt ist. Und wir sind jetzt hier nicht bei einem Tech-Unternehmen. Wir sind jetzt bei keiner Aktie, die mal sehr hohe Bewertungen hat und danach wieder nach unten gekracht ist. Sondern wir sind bei einem eigentlich etablierten Unternehmen, Value genau, eigentlich einem fast sogar, oder? Value-Titel kann man sagen, ja, einem Dividendenaktie, eigentlich genau das, was man genau. auf der Suche ist. Und Ein dann. Titel des Dow Jones kann man sagen, hat damals ja, große andere Industriekonzerne aus dem Index verdrängt und ist dementsprechend jetzt kein Titel, bei dem man das unbedingt erwartet hätte. Und umso schockierender ist es halt, dass jetzt aktuell diese News erscheinen. Und sie kommen halt ganz stark daher, und ich zeige das euch hier nochmal im Chart, ja, dass wir seit dem Höchstkurs, den wir hier 2016, 2018 erreicht haben, ja eigentlich nur ein stetiger Verfall der Aktie gefolgt ist. Und man sieht das sehr, sehr deutlich hier in dieser langen Zeitspanne. Wir sind jetzt hier im Monatschart, das heißt, eine Kerze zeigt uns einen Monat. Und was wir sehr schön sehen können, ich habe versucht, das letzte Tief zu finden. Wann waren wir schon mal auf dieser Bewertung? Eine lange Zeit lang waren wir in der Finanzkrise, kann man sagen, in den letzten Monaten. Jetzt sind wir drunter gerutscht und ich habe es gerade eben gesagt, wir sind jetzt in den 90ern angelandet. Hier ist so eine Unterstützungslinie, aus der wir uns gerade halten und das ist ja, so um die $10 hier pro Aktie, bei der man gerade so unten aufsetzt. Und das ist schon signifikant, kann man sagen. Also so einen Kursverfall von einer so etablierten Aktie gibt es selten. Ein Milliardenkonzern, kann man sagen, immer noch Milliardenwert, trotz 90% Kursverlustes. Und ja, man muss schon sagen, eine der größten Apothekenketten der USA. Auch hier alle anderen Statistiken, RSI ist sogar noch gar nicht im überverkauften Bereich. Daran merkt man auch, wie deutlich oder wie lange dieser Kursverfall schon geht. Ja, der MACD ist natürlich deutlich, deutlich negativ. Und auch wenn man das Ganze ja in den letzten Wochen mal betrachtet, jetzt hier in den Wochenchart einmal übergesprungen, sieht man, dass dieser Trend auch wirklich hier schon lange anhält, auch hier vor der Corona-Zeit. Wir sind hier 2019 im Hoch, haben natürlich die Delle auch durch Corona mitgenommen. Es ging aber vielen Apotheken der Pharmazieindustrie eigentlich eine Zeit lang sehr, sehr gut, muss man sagen, in der Corona-Pandemie. Das lag daran, dass
insbesondere in den USA, diese Apotheken auch genutzt wurden, um Tests zu machen, teilweise auch sogar um Impfungen durchzuführen und. Und davon haben sie eigentlich profitiert. Man sieht aber ganz deutlich, nicht nachhaltig, denn seitdem ist der Abwärtstrend auch hier weiter im Gange. Jetzt setzt man aber hier unten auf dieser 10-11-Dollar-Linie auf und man sieht die Earnings, man sieht auch das, was danach noch gefolgt ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wir sind jetzt sehr, sehr, sehr günstig und der Pharmaziemarkt, wir sehen, werden das gleich sehen, ist eigentlich nicht so aufgestellt, dass man sagen würde, es geht einfach niemand mehr in eine Apotheke, sondern der wächst eigentlich auch noch weiter. Und wir wollen uns mal so ein bisschen anschauen, ja, wo gibt es denn jetzt wirklich die Probleme, die dazu geführt haben, dass wir in so einem starken Verfall hier gerutscht sind. Ja, ganz genau. Du hattest das ja eben schon gesagt, der US-Pharma-Markt wächst und wir sehen unten tatsächlich in dem Dunkelblau die Retail Pharmacy, das wäre dann der Bereich, in dem wir mit Walgreens unterwegs sind und der wächst tatsächlich, da haben wir jetzt keinen einzelnen CAGR für, aber der wächst tatsächlich auch und man sieht tatsächlich, dass der Gesamtmarkt auch extrem groß ist. Das heißt, wir haben über 500 Milliarden oder ja, US-Billionen Dollar an Market Cap des Gesamtmarkes, von dem, wie wir später ja auch noch sehen werden, Walgreens tatsächlich einen relativ großen Teil auch für sich beanspruchen kann. Ja, wir sehen, also wir haben eigentlich einen Markt, der weiter wächst. Und wenn wir jetzt ursprünglich auf diese Märkte gucken, dann sind das klassische Märkte, bei denen wir sagen, okay, wir haben kein starkes Wachstum. Es stagniert eher, man muss gegebenenfalls mal nach neuen Geschäftsbereichen Ausschau halten. Wir sehen aber, wir haben jetzt keinen deutlichen Einbruch, der hier zu verzeichnen ist. Auch nicht prognostiziert. Und wir sehen auch, dass dieses E-Pharmacy, also das Online-Apothekengeschäft, auch hier natürlich weiter wächst, aber jetzt nicht so signifikant ist, dass man sagt, es nimmt dem klassischen Retail-Bereich die Luft zum Atmen, sondern auch das scheint eigentlich weiter beständig. Und man muss sagen, die USA sind natürlich, wir haben in den letzten Wochen über den Abnehmspritzen gesprochen, auch mit eines der Länder, an dem am meisten Geld ausgegeben wird, ganz generell für Apotheke, für Pharmazie, für ja alles, was Medikamente eigentlich betrifft. Genau, und das sind natürlich dann auch immer, man denkt natürlich bei uns immer, wenn man an Apotheken denkt, denkt man tatsächlich immer an diese kleinen Apotheken, die eigentlich relativ klein sind. Und in den USA ist das ja tatsächlich so, dass das eher dann auch die Drogeriegeschäfte sind. Das heißt, was hier bei uns ein DM oder ein Rossmann ist, ist da dann viel auch integriert in die Apotheken oder eher andersrum, dass man sagt, okay, man hat Apotheken in die sogenannten Drugstores integriert, das heißt in die normalen Drugstores-Retail-Geschäfte eigentlich so ein bisschen integriert. Genau, wir gehen nochmal weiter, denn auch da zeigt sich, dass der USA-Markt eigentlich gut ist, weiter wächst und auch noch weiter in den letzten Jahren gewachsen ist. Also man sieht hier die Statistik bis 2013 zurück, wie viele Medikamente wirklich verschrieben wurden und man sieht eigentlich, dass es in den letzten 10 Jahren sich diese Anzahl verdoppelt hat. Also es ist die doppelte Menge an Medikamenten, die ausgegeben werden, die verschrieben werden in den USA. Jetzt in dem Fall ist das hier mal abgetragen vom Konkurrenten CVS, eigentlich so der größte Konkurrent generell für Walgreens, auch noch die größere Apothekenkette. Wir schauen gleich auch nochmal, wo vielleicht signifikante Unterschiede liegen können. Im Kern sieht man aber, ja, es ist schon so, dass auch immer mehr Medikamente noch verschrieben werden und somit eigentlich der Bedarf natürlich nach Apotheken, die diese auch am Ende absetzen, steigen sollte. Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich, wird natürlich auch viel mehr Geld als in den vergangenen Jahren in Apothekenprodukte oder in Arzneiprodukte, pharmazeutische Produkte investiert ist vielleicht der falsche Ausdruck, ausgegeben für pharmazeutische Produkte. Das sieht man hier nochmal ganz schön. Wir sind da jetzt gerade 2020 auf dem Peak gewesen. Man sieht aber besonders den Anstieg jetzt in den letzten 20 Jahren, der war wirklich signifikant und eigentlich eine Entwicklung, von der die Endstation, die Einzelhändler am Ende, die dann die Produkte verkaufen tatsächlich, das sind ja dann nicht mehr die großen Konzerne wie Johnson & Johnson, die Produkte entwickeln, sondern um die Produkte dann an den Endkonsumenten zu bringen, braucht es natürlich diese Apotheken und es ist natürlich dann so ein bisschen verwunderlich, warum die dann nicht mehr von diesem Trend profitieren. Man sieht vielleicht ein Problem und das ist eigentlich ganz spannend, weil auch das eigentlich da hin oder dorthin deutet, dass eher zu viel Betrieb herrscht in den Apotheken. Und zwar sind die Apotheker das der oder einer der großen Bereiche, in denen Burnouts vor
herrschen. Man sieht es also ganz gut hier, das ist ein Wellbeing-Index aus den USA und man sieht, okay, natürlich klassische Ärzte haben wir zum Beispiel, wir haben Physiker, wir haben den General Employee, also den Standard-Mitarbeiter, kann man so sagen. Was wir aber ganz oben sehen können, ist halt, dass 66% der Apotheker eigentlich schon mal irgendwie eine Form von Burnout erlebt haben. Und das würde jetzt eher dafür deuten oder dahin deuten, dass ja auch dort scheinbar viel passiert oder viel Geschäft herrscht. Wir haben aber dadurch halt ganz andere Probleme, die entstehen. Und zwar haben wir eher ein bisschen Personalmangel. Auch das ist so ein Bereich in den Apotheken, der eher schwieriger ist. Und auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir auch das Problem, dass einfach zu viele Fehler begangen werden und dadurch auch einfach Strafen festgesetzt werden, von den Behörden festgesetzt werden. Zuletzt hatte der Konkurrent CVS wieder eine Strafe von knapp 350 Millionen rund um das Thema, dass man ja falsch verschrieben hat, falsche Medikamente verschrieben hat, hohe Fehlerquoten hatte. Und auch das ist natürlich ein Problem für die Apotheken und auch ein Problem für die generelle Reputation der Ketten. Was wir aber sehen können bei den Konkurrenten, und ich gehe noch einmal auf den Chart hier im Vergleich, wir haben auf dem unteren Ende jetzt, wie wir gerade eben schon gesehen haben, nochmal den Chart von Walgreens, wie er sich verändert hat jetzt seit 2019 ungefähr. Sehen wir einen Kursverfall von minus 77% jetzt in den letzten 5 Jahren. Oben sehen wir den Konkurrenten. Wir sehen also CVS Health, die andere größere Apothekenkette. Auch da kann man sagen, läuft es jetzt nicht berauschend. Auch da hat man scheinbar Probleme. Allerdings sind wir hier relativ stabil geblieben. Wir sind jetzt bei 2,5% in den letzten 5 Jahren immerhin an Kursgewinnen. Das ist natürlich ja vielleicht keine Traumrendite, aber es ist eine deutliche Differenz zur Konkurrenz. Und die Frage ist natürlich, woher kommt es? Ein Grund könnte der folgende sein, und das sieht man hier so ein bisschen an dieser Statistik, dass die Kunden, in denen die CVS quasi bedient, potenziell vermögendere Kunden sind. Also man sieht hier an dem Markt, der abgedeckt wird quasi von CVS, dass die Kunden im Durchschnitt mehr Kapital haben, kapitalstärker sind und vielleicht auch mehr Geld ausgeben in Apotheken, bessere Versicherungen haben, die Kosten besser decken. Das könnte ein Grund sein. Ein weiterer Grund, den werden wir aber insbesondere heute Nachmittag sehen, ist auch ein bisschen die Aufteilung des Geschäftes. Und das liegt daran, dass oftmals eine Kombination gibt aus Apotheken oder Apothekenketten und Versicherern, die dahinter stehen. Denn ein Problem, und das ist, sehen wir im gleichen Verlauf von Walgreens, ist das Hauptproblem, ja, dass alle drumherum am Markt scheinbar ganz gut verdienen, nur Walgreens nicht, weil sie die wenigst starke Marktmacht haben zur Verhandlung, am ehesten quasi übergangen werden können von den großen Pharmaziekonzernen und halt auch von den Versicherern. Und dementsprechend auch Walgreens jetzt in eine Erweiterung des Geschäftes strebt. Damit habe ich aber schon ein bisschen vorgegriffen, denn da kommen wir jetzt gleich zu, was wir nochmal hier wirklich sehen können. Das ist einmal die Aufteilung des Marktes in den USA, denn das ist ein weiterer Punkt, warum es gegebenenfalls den Apothekenketten dort nicht mehr so gut geht. Wir sehen oben, wie gesagt, CVS Health als größte Kette, danach Walgreens. Wir sehen danach zwei Versicherer in diesem Fall, und was wir aber auch sehen können, ist Walmart und Kroger, und auch die sind in diesen Markt halt jetzt über die letzten Jahre eingestiegen. Hatten wir darüber gesprochen, als wir das letzte Mal über Kroger und auch über Walmart gesprochen haben. Die erweitern nämlich auch ihr Geschäftsmodell, und da macht es natürlich auch total Sinn, eine Kombination mit einem klassischen Supermarkt zu haben. Supermarktapotheke kennt man auch bei uns so ein bisschen, das, ja. Und Walmart hat und Kroger haben insbesondere gesagt, ja, warum machen wir das Ganze nicht selbst? Also man sieht ja auch, dass die Konkurrenz hier einfach zunimmt und die Konkurrenz gegebenenfalls das auch zu anderen Summen anbieten kann oder zu anderen Profitabilitätsschwellen anbieten kann, weil sie gegebenenfalls nur als Marketinginstrumente dienen können. Und das sieht man auch hier unten, Costco auch eine weitere große Kette. Also der Apothekenmarkt ist diversifiziert und breit aufgestellt und liegt halt nicht nur in der Hand von wenigen großen Apotheken. Ja, und hier sieht man das so ein bisschen, das, was Dustin gerade schon angesprochen hat, das Problem, was Walgreens hat, dass sie tatsächlich nur als Einzelhändler operieren und nicht dieses Versicherungsgeschäft haben im Hintergrund, womit man sich so ein bisschen zuarbeiten kann und woraus man Synergieeffekte nehmen kann. Wir sehen ganz oben das US Retail and Pharmacy Geschäft. Das ist tatsächlich
ja, wie der Name schon sagt, Pharmacy, also Retail, das heißt Einzelhandel und Pharmacy, Apotheken, das heißt der Verkauf da resultiert vor allem aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und einer breiten Palette an Einzelhandelsprodukten, so wie das man das bei uns ja auch kennt. Und das ist halt der Großteil des Umsatzes. Und wir sehen einen relativ kleinen Teil an US Healthcare. Das ist der Geschäftsbereich. Man sieht das jetzt auch ganz schön auf der Jahresübersicht, dass man den Bereich gerade im Moment so ein bisschen aufbaut. Man sieht auch unten, der ist selbst adjustiert, immer noch operativ unprofitabel. Das heißt, man sieht, der Bereich wird im Moment aufgebaut. Es wird sehr viel Geld investiert, um dieses zweite oder dritte Geschäftsbein in diesem Fall aufzubauen. Und auch das internationale Geschäft, man ist in Europa tätig, besonders in England und UK und ist da vor allem mit den Marken Boots vertreten, aber da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf zu. Schauen wir doch mal rein, wir gucken uns gleich nochmal an, wo es denn vielleicht hingeht. Kurzer Blick darauf, wo sie denn hergekommen sind. Das Healthcare-Geschäft ist bestimmt spannend. Es gab aber ursprünglich mal zwei Apothekenketten, Walgreens und Boots. Genau, wir hatten 2015 sind die beiden Unternehmen fusioniert oder besser gesagt hat Walgreens Boots aufgekauft. Beide Unternehmen sind sehr, sehr alt. Boots hat bereits 1850 damit begonnen, Heilkräuter damals im Vereinigten Königreich zu verkaufen und hat sich dann von da aus hochbearbeitet, hat sich besonders in Europa und United und dem Vereinigten Königreich weit ausgebreitet. Walgreens auf der anderen Seite kommt aus den USA 1935. Hat das Unternehmen dort begonnen Apotheken aufzubauen und aufzukaufen und weiter zu expandieren. Ja, und wie gesagt, 2006 gab es dann eine Fusion von Boots und Alliance Unichem. Daher kommt dann der Alliance-Name in dem Unternehmen. Und 2015 gab es dann die endgültige Übernahme von Walgreens von Boots, hatte Walgreens Boots übernommen. Damals war das in zwei Schritten. 2012 hatte man damit begonnen, mit Aktien und Cashmitteln sich bereits 45% des Unternehmens zu sichern. Zwei Jahre später hat man dann das Unternehmen wieder mit Cash und Aktien endgültig übernommen. Und seit 2015 haben wir dann die fertig fusionierten Konzern Walgreens Boots Alliance. Genau, wir sehen also, dass das zum Geschäftsmodell gehört, auch von Walgreens ganz generell, Unternehmen aufzukaufen und Unternehmen zu übernehmen. Warum das gegebenenfalls auch ein Problem ist und wozu das in der Vergangenheit geführt hat, schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher ein Blick auf den Snapshot. Wir haben euch ja ein bisschen auf die Folter gespannt. Man kann grundsätzlich sagen, wir haben eine Marktkapitalisierung nur von 10 Milliarden. Wir haben, wenn wir jetzt auf die kurzfristige Historie gucken, kein KGV. Wenn wir auf die etwas mittelfristigere schauen, dann haben wir gerade ein KGV von ungefähr 4. Das heißt, wir haben ja eine sehr, sehr, sehr geringe Bewertung, kann man so sagen. Also so ein KGV von 4 sieht man meistens relativ selten. Wir sehen das auch so ein bisschen am Kursumsatzverhältnis, wie gering die Bewertung ist. Was einem natürlich als erstes ins Auge springt, ist der Chart. Den haben wir uns jetzt aber schon angeguckt. In diesem Jahr schon übrigens wieder weitere 56% an Kurswert verloren. Was wir oben sehen können, ist, wir machen eigentlich ziemlich viel Umsatz, also 36 Milliarden. Davon bleiben aber in der Grossmarge schon nur 18% hängen und in der Profitmarge halt nur 1%. Das heißt, wir machen aus ja, einem riesigen Umsatz am Ende nur 344 Millionen Dollar Gewinn. Jetzt auch wieder Gewinn, muss man sagen. Das hat gleich ein paar Sondereffekte. In der Vergangenheit gab es ja auch deutlich, deutlich negativere Einbußen. Lag daran, dass man einige Übernahmen getätigt hat, die nicht gut verlaufen sind. Es gab insbesondere ja so in der Seniorentätigkeit Übernahmen, auch in etwas spezielleren Apotheken Übernahmen. Die mussten jetzt teilweise abgeschrieben werden zu relativ großen Werten, die auch in der Vergangenheit zu Verlusten geführt haben. Man sieht es nämlich, wie erstaunlich es ist. Wir haben jetzt 192% Gewinnwachstum, trotzdem ja keinen bahnbrechenden Gewinn, also auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Und das Gesamtbild hier ist halt schon sehr negativ, muss man sagen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile bei einer 12,7%igen Dividende sind, obwohl die gerade erst gekürzt wurde. Ja, Tom. Die wurde jetzt gerade knapp 50% gekürzt, von 48 Cent auf 25. Wir haben ja nachher noch unsere Dividendenübersicht, wo man das nochmal so ein bisschen sehen kann. Aber wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen. Die 344 Millionen US-Dollar Gewinn im Quartal, die decken nicht mal tatsächlich die Dividende ab, die im Quartal gezahlt wird, oder? Genau. Also man sieht, dass die Dividende nicht
gedeckt wird von dem Gewinn und die Dividende wurde auch schon gekürzt. Und wir sehen das ja oft bei unserem Dividendenwachstumsdepot, wo die Kurse meistens besser laufen als die Dividenden, die nachgezogen werden. Dafür kommen sie aber Stück für Stück. Hier ist es genau umgekehrt, ja. Kann man sagen, man kann die Dividende gar nicht so schnell kürzen, wie der Kurs gerade fällt. Und das führt dazu, dass wir immer noch sehr, sehr hohe Dividenden haben. Eine weitere Kürzung, muss man sagen, ist hier aber in Aussicht. Also es wird wahrscheinlich noch eine weitere Kürzung hier der Dividende geben. Das heißt, die Dividende ist jetzt vielleicht nicht das, worauf man als allererstes schauen sollte bei so einem Investment, obwohl natürlich 12% verlockend sind. Was ist denn im letzten Quartal so passiert? Wir hatten leichtes Umsatzwachstum. Man sieht es hier an dieser Zahl. Man sieht ganz grundsätzlich aber unten, dass die Gewinne halt deutlich, deutlich eingebrochen sind. Wir haben zwar ein Wachstum im Vergleich zu den letzten Zahlen von zuvor gesehen, aber wenn man weiter in die Vergangenheit sieht, sieht man halt, dass man immer unprofitabler auch über die Zeit geworden ist. Es gab zwar einige Sondereffekte, in diesem Fall haben aber auch die Sondereffekte dazu geführt, dass man überhaupt mit einem so hohen Gewinn, sage ich mal in Anführungszeichen, rausgekommen ist. Ganz genau, man sieht das ja jetzt in der zweiten Zeile unter den Sales, der Operating Income 111 Millionen US-Dollar nach Gap. Und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, aus 36 Milliarden US-Dollar im Quartal schafft es das Unternehmen operativ nur 111 Millionen US-Dollar Gewinn zu generieren. Das deutet natürlich schon so ein bisschen auf, dass da zwischen Bruttomarge und am Ende Gewinn tatsächlich einiges schiefläuft im Moment. Ja, man muss halt sagen, dass auch 18% Bruttomarge einfach sehr, sehr gering sind. Dann kommen noch einige Kosten dazu. Unprofitabilität in vielen Geschäftsbereichen kommt dazu. Wir sehen es so ein bisschen auch in der Aufteilung des Umsatzes. Also wir haben hier oben den Sales des Retail Pharmacy Geschäftes. Also hier haben wir 28 Milliarden, die da auch raus entstehen. Davon halt 500 Millionen schon adjusted nur an Income. Besser läuft es im internationalen Geschäft, wenn man es relativ zumindest betrachtet, auch wenn das Großhandelsgeschäft auch nicht sonderlich profitabel erscheint, muss man sagen. Was man halt jetzt neu aufbaut, ist das US-Healthcare-Geschäft. Und jetzt muss man sagen, ist das noch aktuell wirklich negativ. Also es ist so, dass man damit noch kein Geld verdient. Allerdings ist es so, dass das für alle anderen Unternehmen, die schon etwas länger in diesem Bereich aktiv sind, im großen Teil das profitabelste Geschäft ist. Und der grundsätzlich profitabelste Geschäftsbereich ist und man auch hier eigentlich versucht, diesen Bereich auszubauen, um auch diese Synergieeffekte aus Apotheke und Verschreibung und Versicherung zu ziehen, dass man halt weniger an die Zwischenhändler, kann man sagen, verliert, in dem Falle auch die Sätze selber steuern kann, wie halt Apotheken auch Medikamente erstatten. Und in der Summe versucht man sich einfach vertikal jetzt breiter aufzustellen, weil einfach der Verdacht hier herrscht, dass man dieses Geschäft auch nicht mehr so gut betreiben kann, wie man es in der Vergangenheit getan hat, auch wenn man hier in der Zukunft vielleicht einiges adjustieren möchte. Ein Punkt ist gerade ganz klar, muss man sagen, die Schließung von unprofitablen Filialen. 25% aller Filialen stehen gerade im Fokus, geschlossen zu werden. Das war natürlich ein Schlag für Investoren, kann man so sagen. Ein noch größerer war in dem Falle die Aussage, die ich zuvor gemacht habe, dass auch das Management, der neue CEO, der im Oktober gekommen ist, gesagt hat, er glaubt nicht, dass das US-Apothekengeschäft in dieser Form überhaupt weitergeführt werden kann. Es wird ein neues Geschäft, das US-Healthcare-Geschäft, aufgebaut. Das ist gerade so der Weg, den man versucht zu nehmen aus, ja, man kann sagen, dem Tief, das wir gerade in den Kursen gesehen haben. Und das ist auch der Weg, der generell angestrebt wird. Wenn man nämlich so ein bisschen auf die Prognosen schaut, dann wurden die zuletzt gesenkt von, ja, ich glaube, knapp 3,25 Dollar jetzt auf 2,8 Dollar getrieben, dass man sagt, die Margen schwinden. Also wir haben die schlechten Verhandlungspositionen, die man mit den Versicherern und den Pharmazieunternehmen in der letzten Zeit erhalten hat. Zusätzlich sagt man, es wird auch einfach weniger Geld von den Konsumenten ausgegeben. Also es wird einfach weniger für diese Produkte scheinbar ausgegeben aus Konsumentensicht. Und auf der anderen Seite kann man eigentlich ganz gut sagen, haben wir nicht wirkliches Wachstum auch in den Ketten, unprofitable Ketten oder unprofitable Apotheken. Und man erwartet, dass das Ganze auch noch bis 2025 anhält. Ja, natürlich ist es so eine Schließung oder so eine generelle Restrukturierung. Das Geschäft zieht sich natürlich und besonders, wenn man
über oder knapp 10.000 Geschäfte in den USA betreibt. Da dann tatsächlich die Unprofitablen rauszuschneiden, ist natürlich ein zeitlicher Aufwand. Und natürlich auch wird man das natürlich am Ende dann auch in den Umsatzentwicklungen sehen, wenn da auf einmal knapp, lass es am Ende nicht ganz ein Viertel sein der Geschäfte, die rausgeteilt werden oder die abgestoßen werden. Aber das wird man natürlich dann auch in den nächsten Quartalen bis 25, sagt der CEO ja jetzt zuletzt, sehen werden, dass da auf jeden Fall auch nicht nur an den Margen, nicht, dass die Margen nur weiter runtergehen, sondern auch eher die Umsätze weiter runtergehen. Genau. Grundsätzlich kann man sagen, ist das auch der weitere Weg. Also man versucht weiter dieses Pharmaziegeschäft irgendwie zu stärken. 25% der Geschäfte werden eventuell in den nächsten 3 Jahren geschlossen werden. Man prüft jetzt diese unprofitablen Geschäfte und wird gegebenenfalls die Maßnahmen ergreifen. Und im Fokus steht halt das US-Healthcare-Geschäft und das internationale Geschäft. Also da will man das Ganze weiter ausbauen, den Fokus weiter schärfen und auch so ein bisschen gucken, wie man mit den letzten Übernahmen agiert. Diese Village-MD- Position, das ist insbesondere die Position, die in den letzten Jahren große Abschreibungen erlebt hat. Also eine Übernahme, die man getätigt hat, die sich nicht als so wirtschaftlich erwiesen hat, wie man es gehofft hat und die schon zu großen Abschreibungen geführt hat, also dementsprechend auch zu Verlusten für Walgreens. Und in den nächsten Schritt möchte man hier auch von seiner führenden Position zurücktreten. Also man hat das Unternehmen nicht ganzheitlich im Besitz, sondern besitzt eine größere Position. Davon möchte man jetzt zurücktreten. Man möchte eine kleinere Position aufnehmen. Auch bei Shields ist das ein ähnliches Thema. Auch dort prüft man so ein bisschen, wie weit das Ganze im Unternehmen verbleiben soll. Also man versucht, sein Portfolio etwas zu fokussieren, geradliniger zu gestalten, Geschäfte im Healthcare-Bereich auszubauen. Es ist aber noch ein Weg zu gehen und aktuell, muss man sagen, zeigt sich noch keine Besserung. Das waren auch die Gründe, weshalb der Kurs so rapide abgefallen ist. Das ist auch der Grund, warum ja, die Dividenden hier gesenkt wurden. Wir haben gerade eben schon diese deutliche Dividendensenkung sehen können für 2023. Eine weitere soll halt folgen. Das heißt, diese Wachstumsraten, die gehen auch zur Neige und das ist halt kein Wunder, denn aktuell beträgt die Dividende im Quartal ungefähr das Dreifache des Gewinns, also ist sehr, sehr hoch und eigentlich kaum bedienbar. Man sieht das hier auch in diesen Ratios und das ist eigentlich auch im Kern so ein bisschen die Zusammenfassung, die man hier sehen kann für das Unternehmen auf der Pro- und Contra-Seite. Das heißt, ja, das Apothekengeschäft, würde ich mal grundsätzlich sagen, ist jetzt nicht der spannendste Markt. Dementsprechend werden wir uns heute Nachmittag auch primär eher dem Healthcare, also dem Versicherungsgeschäft, widmen. Dort gibt es zwar auch mal wieder Apotheken-Ansätze, aber der Fokus wird ein anderer und wir werden dann auch sehr stark von Verlustszenarien, die wir hier gesehen haben, oder niedrigen Gewinnen zu deutlich höheren Gewinnen shiften. Das Ganze, wie gesagt, werden wir uns heute Nachmittag angucken. Wir gucken uns den gesamten Sektor an, wir gucken uns das Versicherungsgeschäft an in unserer Investmentwerkstatt. Nächste Woche gibt es dann wieder Market Roundup am 9.7. und wir gucken uns danach dann im nächsten Donnerstag Anglo American an. Die sollten übernommen werden. Wir gehen in das Thema Bergbau rein. Also es wird nochmal spannend, aber anders im Vergleich zu dieser Woche. Und es gibt dann auch bald das große Aktien-Update mit einigen Neuerungen, die wir euch präsentieren werden. Mehr dazu erfahrt ihr dann aber bald. Wir verabschieden uns an der Stelle. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.